freut es mich sehr, wie gesagt, unseren ersten Keynote-Speaker, Dominique Debumain, begrüßen zu dürfen. Er ist Nationalrat bei und hat in dem Sinn die ganze Entwicklung dieses Beschaffungsgesetzes begleitet. Er wird das Referat einerseits auf Deutsch halten, aber natürlich auch ein bisschen Französisch sprechen. Von dem her können Sie gerne nun nach vorne kommen und ich werde Sie entsprechend da unterstützen bei den Folien. Einerseits eben auf Deutsch und andererseits auf Französisch. Jetzt stellen wir das noch richtig ein. So, genau. Schön zweisprachig, so wie es sich gehört. Wie gesagt, Dominique Debumain ist selber, war lange Zeit auch im Kanton Fribourg tätig, war selber Präsident des Grossen Rates, war Stadtpräsident von Fribourg und Vizepräsident der CVP, hat selber eben Mitglied der WAK und war auch Präsident des Nationalrates, hat die ganze Entwicklung des Beschaffungsgesetzes sozusagen als auch Nationalratspräsident begleitet. Nun freut es mich sehr, Sie können diesen Pointer brauchen, genau. Mikrofon. Schon gemacht. Okay, super, dann würde ich sagen, starten wir doch gleich. Super, dass Sie da sind. Ich bin sehr gespannt, so eine quasi nach dieser Verabschiedung des Gesetzes einen Überblick zu haben, was hat es tatsächlich geändert und wie geht es jetzt weiter auch. So, guten Tag, meine Damen und Herren. Es freut mich ganz besonders, dieses neue Bundesgesetz vorstellen zu dürfen. Es geht eigentlich um ein Einstieg oder Einführungsreferat. Es geht nicht unbedingt um eine technische Vorstellung. Je nach dem heutigen Programm ist es so vorgesehen, dass ein paar Runden stattfinden werden. Und ich gehe davon aus, dass die Spezifizitäten oder die heiklen Punkte von unterschiedlichen Personen auch angepackt werden. Vielleicht zuerst zur Präsentation. Also es geht um die Entstehung des Gesetzes. Warum haben wir diese Revision? Punkt 2, was ist inhaltlich was sind die Eckpunkte dieser Revision? Und in einem dritten Teil ein paar Perspektiven, Umsetzungsperspektiven, weil wir genau wissen, dass man noch eine zusätzliche Verordnung bräuchte. Und hier ist es die Knochenarbeit für das Bauwesen. Also zum Punkt 1, das Gesetz. Warum haben wir diese Revision aufgegleist? Wir haben ein internationales Übereinkommen, je nach dem WTO inspiriert. Und dieses Übereinkommen war schon in Kraft in der Schweiz seit 1994. Und eine Revision auf internationaler Ebene wurde entschieden 2012. Das ist der Grund, warum wir unser Schweizer Gesetz auch anpassen mussten. Die Idee war eine Vereinfachung des Gesetzes, aber auch ein paar neue Kriterien einsetzen zu können. Zum Beispiel, es geht um die Nachhaltigkeit und das ist ein gutes Zeichen, dass schon vor ein paar Jahren daran gedacht hatte. Jetzt ist es absolut die Mode, aber das ist auch ein Bedürfnis. Und man wollte, dass auf der gesamten Welt die gleichen Kriterien umgesetzt würden. Es geht auch die Gleichheit, es geht auch um die Transparenz. Aber für die Schweiz geht es auch um neue Märkte. Man musste dieses Übereinkommen in der Schweizer Realität umsetzen, um neue Märkte eröffnen zu können. Zum Beispiel in Kanada, in Japan, in Israel oder in Korea. Es geht um Milliarden für unsere Wirtschaft. Die Idee ist auch, den Wettbewerb zu intensifizieren. Das ist die generelle Stoßrichtung auf der ganzen Welt, aber auch in der Schweiz. Und die Idee war auch zum Beispiel neue Gestaltungen also einzusetzen. Zum Beispiel, man hatte in diesem Übereinkommen die elektronische Versteigerung vorgesehen. Und das wird auch der Fall im Schweizer Gesetz. Und die Umwelt wird besser respektiert. Das ist einer der Aspekte der Nachhaltigkeit. Und vielleicht schlussendlich,
geht es auch um nicht nur um die Verstärkung der Konkurrenz, des Wettbewerbs, es geht auch um den Kampf, wer gegen die Korruption. Und man wusste, es ist ein paar Risiken in vielen nationalen Wirtschaftssystemen und deswegen wollte man in unserem System auch diese Idee umsetzen. Zum Beispiel, ich werde nur ein paar Artikel erwähnen, also was die Transparenz oder den Kampf gegen die Bestechung anbelangt, hatte man die Ausstandspflicht im Artikel 13. Es gibt auch die Sanktionen, die Maßnahmen. Man musste die Leute ein bisschen bestrafen dürfen. Das ist Artikel 45 und diese Idee wurde umgesetzt. Und jetzt zu... Hört man mich, ja? Das ist gut. Also es geht innerhalb der Schweiz um einen Harmonisierungsbedarf zwischen dem Bund und der Kantone. Zwar haben wir ein eidgenössisches, ein Bundesgesetz, aber man hat auch ein interkantonales Abkommen. Und die Idee war, dass man die Befugnisse der Eidgenossenschaft so wie der Kantone respektiere, aber dass man das Gesamte harmonisiere. Und es gibt zwar ein paar Bereiche, wo die Kantone und der Bund separate, getrennte Befugnisse haben, das wissen Sie, aber das Übrige wurde zu ungefähr 89% umgesetzt. Und die Kantone werden jetzt, im Maße, wo das Bundesgesetz unter Dach ist, werden jetzt die Kantone ihre eigene Gesetzgebung anpassen. Es ist im Lauf. Und auf Bundesebene geht es um die Umsetzung oder um die Ausformulierung der Bundesverordnung. Also es gibt unterschiedliche Baustellen, je nach Befugnissen, aber alles muss harmonisiert werden. Zum Bundesgesetz. Am 21. Juni dieses Jahres konnte das Parlament das Gesetz genehmigen und es ist zu begrüßen, das ist bemerkenswert, dass dieses Gesetz fast einstimmig, also zugestimmt wurde unter dem Vorbehalt, vielen Dank, unter dem Vorbehalt, dass ein paar Enthaltungen. Aber wenn man weiß, dass anfangs der Revision so viele Hemmungen also präsent waren, wenn man weiß, dass auch die Bauwirtschaft diese Revision befürchtete und wenn man jetzt weiß, dass die Revision einstimmig, das ist ohne Gegenstimme, zugestimmt wurde, heißt das, dass man den Schweizer Geist auch umgesetzt hat. Das heißt, man hat die Leute angehört, zugehört, man hat die unterschiedlichen Anliegen umgesetzt und das ist für uns auch etwas zu sagen. Das Parlament hat die Vorlage des Bundesrats ein bisschen geändert. Zum Beispiel das Parlament hat die Transparenz verstärkt. Die ursprüngliche Botschaft des Bundesrats wollte ein bisschen die Transparenz außerstehen und das wollte das Parlament nicht. Man hat auch insistiert über den Ausführungsort. Es war sehr wichtig für die gesamte Wirtschaft, dass man den Preis jeder der Ausführungsort respektiere und alle diese Anliegen auch der Wirtschaft wurden umgesetzt. Jetzt zum Fahrplan. Ich könnte hier ziemlich rasch gehen. Also wir sind in der Mitte, in der dritten Kolumne. Am 21. Juni haben wir das Gesetz zugestimmt. Und jetzt läuft noch die Referendumfrist bis zum 10. Oktober. Aber ich gehe davon aus, je nach unserer Information, dass diese Referendummöglichkeit nicht ergriffen werden. Und deswegen dürfen schon die Kantone jetzt ihre eigene Gesetzgebung anpacken und umsetzen. Und es liegt nicht auf diesem Slide, aber es ist so vorgesehen, dass die WAK, das heißt die Wirtschaftskommission des Nationalrats, noch im November dieser Amtsperiode die Verordnung überprüfen wird. Je nach dem Parlamentsgesetz darf
eine beratende Kommission des Parlaments eine Verordnung überprüfen. Wir dürfen unsere eigene Meinung für den Bundesrat äußern. Das heißt natürlich nicht, dass der Bundesrat nicht frei bleibe, aber ich gehe davon aus, dass diese Anhörung sehr wichtig ist, weil ich weiß, das Bundesgesetz ist ein Konsens, aber die Umsetzung, wenn man so viele unbestimmte Rechtsbegriffe im Gesetz hat, braucht man die Verordnung und hier geht es auch um die wirtschaftlichen Interessen. Und jetzt zum Gesetz. Es gibt ein paar Interessen des Gesetzgebers. Das heißt, dass wir diese Materie im Griff haben. Wir müssen die Nachhaltigkeit umsetzen, den Wettbewerb stärken. Und was neu ist, man muss nicht mehr nur den günstigen Preis haben, am Ende unter dem Strich haben, man muss den vorteilhaften Preis haben. Das heißt, dass der Preis das Resultat einer Gewichtung ist, das entspricht dem Respekt ein paar Kriterien, die in der bisherigen Gesetzordnung nicht im Begriffen waren. Nachhaltigkeit, Wettbewerb, Transparenz, alle diese modernen Begriffe sind jetzt, damit man nicht nur je nach dem Preis schaut, sondern nach der Nachhaltigkeit und nach dem dauerhaften Produkt. Es liegt im Interesse aller in dieser Epoche, wo man die Ressourcen ein bisschen zu viel verschleudert. Und das ist auch ein Interesse für die KMUs, für die Wirtschaft, dass das Gesetz vereinfacht wurde. Es gibt die gleichen Spieße für alle. Das war die Idee des Gesetzgebers. Und es gibt Flexibilität ins Gesetz. Das heißt, man kann die Leute konsultieren, man kann den Dialog öffnen, unter dem Vorbehalt, dass man nicht natürlich den Preis verhandle. Aber die Idee ist, ein Angebot à la carte zu haben, im Interesse aller, ohne Verlust. Aber es ist auch im Interesse der Unternehmen und der Gesamtwirtschaft, dass man Punkto 1 dieses internationale Gesetz jetzt in die Schweizer Gesetzgebung einführe und anpasse, um neue Märkte zu öffnen. Und dass alle sicher sein, dass wir in der gesamten Schweiz nicht nur mit dem Kriterium der gleichen Spieße oder des Kämpfen gegen den Korrupt, es geht zum Beispiel um die Praxis der Landessprachen. Jeder muss eigentlich die gleichen Chancen haben. Theoretisch, vielleicht ist nicht immer möglich, aber deswegen haben wir auch alle diese Aspekte unter die Lupe geschaut. Paradigmenwechsel habe ich bereits betont. Es geht um einen vorteilhaften Preis und nicht unbedingt um einen günstigen Preis. Und das geht zugunsten der Qualität. Dieses Wort habe ich noch nicht benutzt, aber das ist die Idee, dass vielleicht die Qualität manchmal ein bisschen teurer ist, aber die Qualität ist auch mit der Innovation verknüpft. Und das ist der Trumpf der Schweiz. Wir haben nicht unbedingt das internationale Abkommen in unsere Gesetzgebung eingeführt, nur für le plaisir. Es ist im Interesse der Schweiz, dass wir die Qualität, den Innovationsgeist befürworten und vielleicht unterm Strich mit einem ein bisschen höheren Preis. Das ist die Idee, dass man alle Kriterien also bündelt. Die Angebote werden in Schweizer Franken gemacht. Das ist Artikel 36 des Gesetzes, das ist normal. Und auch wichtig ist, dass man zu tiefe Angebot überprüfen muss. Dumping, also Angebotsdumping, geht nicht. Und im Vergleich zum bisherigen Gesetz wird es strenger, weil sonst würde es nichts lohnen, dass die Leute sich bemühen, die Qualität zu fördern. Wenn man irgendetwas mache, wird es natürlich zu einem niedrigen Preis geben, aber in keinem Respekt, also der Ehrlichkeit und der Qualität. Je le dirais aussi en français, j'ai dit que je parlais un peu en français, mais je crois que ça ne sert pas à grand-chose. Le prix doit être honnête. Le prix, mais c'est justement l'application de cette loi qu'on puisse aussi parler plusieurs langues.
Alors, le prix doit être, der Preis muss richtig, muss der Realität entsprechen, um die Rekurse, die Beschwerde auch so wie möglich beseitigen zu können. C'est aussi l'idée. Wenn die Leute nicht frustriert sind, gibt es keine Beschwerde. Und keine Beschwerde ist keine Zeitverlust ist zugunsten der Wirtschaft. L'offre la plus avantageuse, vorteilhaft. Das wurde eine der am strengsten beratenden Verfügungen im Parlament, in der Kommission. Wir hatten eine Einigungskonferenz und bis zum letzten Moment wussten wir noch nicht, was für einen Begriff ins Gesetz einsetzen würden. Und die WAC brauchte also die Unterstützung der Redaktionskommission, um zu wissen, ob das richtige Wort auf Deutsch und auf Französisch übersetzt würde. Das war, also ich würde nicht alles entwickeln, aber das ist ein Zeichen, dass die Kommission, das Parlament eine ausgezeichnete, sehr präzise Arbeit also vorstellen wollte. Und das ist auch der Grund, warum wahrscheinlich das Referendum nicht ergriffen wird. Das ist ein Paradigmenwechsel. Und es geht auch um die Güter der Kriterien. Man weiß, dass in den intellektuellen Dienstleistungen in den Kriterien der Preis weniger Bedeutung hat, Wesentlichkeit hat im Bauwesen. Und das ist eine Anpassung an unsere Zeit. Es gibt ein paar Chancen. Ich bin überzeugt von diesem Gesetz überzeugt und ich habe auch auf dem französischsprachigen Slides so geschrieben, Volkswirtschaftlichkeit. Was heißt das? Volkswirtschaftlich heißt Ökonomie du Peuple, traduit librement. Aber das heißt eine Wirtschaft, eine reine Privatwirtschaft, aber die Interesse aller gut klappt. Und deswegen hatten wir in der alten Benennung der Bundesdepartemente Volkswirtschaftsdirektor. Das hat eine Idee, eine Geschichte. Das würde heißen, das ist eine liberale Wirtschaft, aber die nur vom Staat reguliert wird, damit alles gut geht, im Interesse aller. Wir wollten auch die Interessen der Arbeitgeber sowie der Arbeitnehmer im Kauf nehmen. In diesem Sinn ist das Gesetz auch ausgewogen. Und ich spreche von Bonne Circulation des Services, ein guter Verkehr. Das heißt, wie das Blut, wie das Geld, alles muss gut verkehren. Und wenn die Wirtschaft gesund ist, wird es keine Verlust. Das heißt, dass auch unter dem Strich der Preis ziemlich günstig wird. Und es gibt also die Möglichkeit, aber es war schon der Fall in der alten Gesetzgebung, dass Anbietergemeinschaften ein Angebot also machen dürfen. Innovation habe ich auch bereits erwähnt. Deswegen wollte man auch die Qualität. Qualität und Innovation sind ein Team. Und der Dialog, der im Artikel 24 des Gesetzes also entwickelt wurde, der Dialog bezieht natürlich nur intellektuelle Dienstleistungen oder Leistungen, die ein paar Innovationen einführen. Es geht nicht um alle Standardausschreibungen. Jetzt ein paar Worte über die Mehrsprachigkeit. Es war auch ein riesiges Thema in der Kommission. Also grundsätzlich möchte man im Bauwesen zwei Sprachen haben, aber unbedingt die Sprache des Ausführungsorts sowieso. Die Leistungen, die Fourniture, sollten in zwei Sprachen auch ausgeschrieben werden. Und sonst dürfen alle Anbieter die Landessprachen benutzen. Das ist ein riesiger Erfolg. Und der Bund kann natürlich in der Verordnung das ein bisschen anpassen. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber ich würde nicht in Detail gehen. Wir haben eine Vereinbarung. Vielleicht zum Schluss die Perspektiven. Ich bin zuversichtlich. Das Bundesdepartement hat das sogenannte Forum, KMU-Forum, eingesetzt. Das ist eine permanente, ständige Plattform, damit die Wirtschaft ihre Anliegen immer à jour mache, damit die Politik es auch im Voraus wüsste.
Der Bund wird eine Einkaufsstrategie führen und das wird auch immer à jour gemacht. Zum Schluss möchte ich sagen, es braucht noch guten Willen, es braucht noch Ehrlichkeit. Die Verordnung ist etwas Wichtiges und Eikel für die gesamte Wirtschaft, aber auch für die Politik. Aber gehe davon aus, dass nach diesem Resultat, nach diesem Erfolg, müssen, nicht nur sollen, alle Akteure, alle Stakeholders im gleichen Geist bleiben, damit es der Schweizer Wirtschaft sehr gut geht. Es gibt ein paar unbestimmte Rechtsbegriffe. Ich bin bewusst, ich habe das bereits anfangs dieser Intervention thematisiert. Aber ich gehe davon aus, dass auch das Parlament, unsere Kommission, ihre Arbeit erledigen muss. Wenn sie ein paar Anliegen hätten zugunsten, also für die Kommission, wir könnten ihre Anliegen hören und wir könnten auch ein paar Fragen stellen in der WAK vom November. Und nachher läuft der Zug. Das heißt, man geht in die Richtung der Inkrafttreten, das für 2021 vorgesehen würde. Und Sie werden auch im Gesetz sehen, es gibt auch eine Aufsichtsbehörde der Finanzdelegation. Es ist auch vorgesehen, dass man eine Evaluierung, eine Evaluierung des Gesetzes vorsehe. Also es muss immer professioneller und rascher laufen. Vielen Dank.